Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben alle 4 Sternbohnenfragmente gefunden. Und das heißt, wir berichten jetzt Königin Marmella darüber, dass wir so erfolgreich waren. Die Sternbohne lebt wieder. Du erhältst die Sternbohne. Damit ist die Sternbohne wieder im ursprünglichen Zustand. Und schon wieder eine Nachricht von Pausemilla. Gute Arbeit. Und jetzt werden die rote und die grüne Mütze mir die Sternbohne bringen. Ich warte im Witztempel am Ende des Ozeans. Über den Meeresgrund kommt ihr nicht zum Witztempel. Ihr müsst erst lernen, euch an der Wasseroberfläche zu bewegen. Und verliert unterwegs nicht die Sternbohne. Aber, sie will auch Peachs Stimme benutzen, um die Sternbohne zu wecken. Wir können nicht erwarten, dass sie uns Peach zurückgibt, wenn sie die Sternbohne hat. Das stimmt auch wieder. Seid unbesorgt, wir werden ihnen das hier unterjubeln. Oha, ein Imitat der echten Sternbohne durchtrieben. Du erhältst ein Sternbohnenimitat. Bringt der Prinzessin auch Kleider zum Wechseln. Sicher hat die Prinzessin sich auf der Flucht ihre Leibwäsche beschmutzt. Oh, allein der Gedanke, ich ertrage es nicht. Bringt der Prinzessin diese Kleider und sagt ihr einen Gruß von mir. Du erhältst Peaches Kleider. Zum Witztempel kommt ihr nur, indem ihr über das Meer reist. Geht erstmal zum Strand, vielleicht findet ihr eine Möglichkeit. Am Strand gibt es Orte, an denen man früher surfen konnte, vielleicht findet ihr dort einen Weg über das Meer. Also, Mario Luigi, alles wie geplant. Das hatte ich fast vergessen. Ihr habt die Sternbohnenteile vor mir gefunden, also gibt es wie versprochen 999.999 Pilzmünzen. Nach dem aktuellen Tageskurs sind 999.999 Pilzmünzen heute 99 Bohnentaler. Das ist so typisch. Wir kriegen nur 99 Bohnentaler. Die haben so einen blöden Wechselkurs. Aber okay, Leute, wir wissen jetzt, wo wir als nächstes hin müssen. Zum Witztempel. Da waren wir ja echt noch nie. Ja, logisch, da liegt ja auch jenseits des Ozeans. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Also, erst einmal müssen wir, auch wenn ich nicht so ganz genau weiß, wie man jetzt, wenn man das Spiel das allererste Mal zockt, wirklich sofort drauf kommen soll. Wir müssen jetzt noch einmal zu den, na, ihr wisst schon, zu diesen Hammerbrüdern da, zu diesen Schmieden müssen wir hin. Weil wir brauchen noch stärkere Hämmer, um das Meer bereisen zu können. Jetzt kann ich mich schon wieder nicht mehr erinnern, wo genau waren die denn zu Hause? Ich glaube, ich weiß schon, in einer Höhle, aber wo genau die jetzt war, weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. So, komm, wir decken uns mal wieder mit Items ein. Ja, willkommen mit dem Laden. So, was darfst du sein? Einkaufen. Aha, Pilze. So Superpilze. Haben wir 7? Alter, wir haben über 2300 Münzen. Das ist so geil. Naja, gibst du mir noch 3 Superpilze. Dankeschön. So, Warner-Pilze haben wir 9. Da brauchen wir keine. Nüsse. Supernüsse. Ah, eine Supernuss noch. So, da steht der 40 HP für beide. Und Super Sirup haben wir 10. Boah, wir können Ultranüsse kaufen. Wie geil ist das denn? 100 HP für beide. 100 Herzpunkte für beide. Das ist heftig. Und auch Ultra Sirup, 100 Brüderpunkte. Aber so viel haben wir ja noch gar nicht. Das ist ein bisschen sehr teuer. Vor allem, also das... Nee. Komm, da gibst du mir noch... ja... 5 Super Sirup. 40 Brüderpunkte soll, glaube ich, reichen. So, danke. Max-Pilze gibt's auch noch, volle Herzpunktzahl, aber der kostet einer 117 Münzen. Und Max-Nüsse, volle HP für beide, das ist auch neu. Deswegen auch das Ausrufezeichen, aber boah, volle Lebenspunkte für beide und Max-Sirbe, volle BP-Zahl. Nee, das braucht man nun wirklich nicht, so hoch sind unsere Attribute ja auch gar nicht, also das wird sich gar nicht auszahlen. So, aber kann ich eventuell schon wieder neue Kleidung kaufen? Weil der Laden war hier drüben. Schauen wir noch ganz kurz, ob wir wieder was Neues kaufen können. Ja, wie ihr seht, ist das ein exquisites Modehaus, natürlich. So, Promi-Kleidung. Gibt es irgendwas Neues?
Eine SB-Hose mit Sternbohnenmuster für Flinke. Erstschlag. Aha. Oh, nicht schlecht. Gut, das Antidot fällt zwar weg. Und was haben wir hier noch? Die Mamek-Chinos. Sehr bequem mit Prinzenautogramm. Leichtkraft. Ich glaube, da können wir höher springen. Und dann auch noch eine Marmella-Hose. Sehr elastisch, passt auch Marmella. Passt auch Marmella, weil die so einen fetten Hintern hat, oder was? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Oh, der kostet 412, bist du bescheuert? Ich weiß nicht. Brauche ich überhaupt noch so später nochmal so viel Geld? Ich weiß ja nicht. Aber ich würde schon gerne... Ne, die andere, ne, wohl 462, die Marmella-Hose. Da erhöhen sich bei Mario nämlich auch die Lebenspunkte. Bei Luigi natürlich auch, aber ich glaube, bei ihm ist es noch besser. Sehr elastisch passt auch Marmella. Ah, wo ich dich heute 462 Münzen raus, mir jetzt auch egal. Bitte, ich habe dann 80 Lebenspunkte und eine Verteilung von 139. Kaufen, jetzt anziehen, Mario. So, das war es mir jetzt wert. Naja, das war es mir jetzt wirklich wert. Theoretisch könnte ich es für Luigi auch nochmal kaufen. Warum eigentlich nicht? Gut, es steht gerade für... Oh, jetzt habe ich für Mario angezogen nochmal, egal. So, Moment. Ich hab sie schon zweimal gekauft, keine Sorge. Marmella-Hose? Marmella-Hose. So. Gut, jetzt haben beide eine Marmella-Hose an, wunderbar. Da freuen sie sich so. Kannst du noch irgendwie neue Ohren vielleicht auch noch? Habe ich nämlich jetzt gerade gar nicht geguckt. Modische Ohren? Wir haben beide Brüder-Power. Wunderansohle, HP, kraftvoll, wunderbar, prächtig, bla bla bla. Ne, die haben jetzt nichts brauchbares. Nur dann... Ja, dann vergiss es. Und tschüss. So, na jetzt sind wir aber wirklich bestens gerüstet, um den Witztempel zu erreichen. Brauchen wir aber immer noch stärkere Hammer. Ja genau, die hießen ja Klonk und Zabonk. Nicht irgendwie so, ja, Krölt von Bohnenburg Lachhochschule. Wo zur Hölle war nochmal die Höhle von den beiden? Die war doch irgendwo hier in der Nähe. Ah ja, hier glaube ich, genau. Hier mussten wir mit Luigis Donnerkraft das öffnen und dann hier den Weg folgen. Dann kommen wir, glaube ich, zu denen hin und... Oh no! Du Arsch, warum wirst du uns mit diesen dämlichen Peaks-Beanies? Was soll das? Ja, genau, hier war das, glaube ich, hier. Genau, wir haben es wieder gefunden. Hallo, wenn das nicht schon wieder Mario und Luigi sind. Ihr kommt genau richtig. Wir haben gerade eine neue Technik im Hammermachen zur Perfektion gebracht. Wollt ihr nicht auch ein paar bessere Hämmer haben? Oh yeah. Dann reden wir mal nicht nur von der neuen Technik, sondern zeigen euch, wo der Hammer hängt. Und los, auf geht's. Boah, gute Arbeit, was? Ein prächtiger Hammer, viel stärker als vorher. Du hast Ultra-Hämmer erhalten. Mit diesem Hammer kriegt man sicher jeden Fels kaputt. Besser geht's nicht. Passt also gut auf diese Hämmer auf. Ja, richtig geil. Jetzt haben wir Ultra-Hämmer. In Gold. Und jetzt können wir natürlich auch schwarze Felsen endlich zertrümmern. Sehr geil. Weil hier ist nämlich jetzt noch ein kleines Geheimnis. So, hier ist nämlich wieder so ein Steinblock. Ich bin der verstielte Steinblock, spielt mit mir nur für 500 Münzen, das wollte er doch einfach nicht, klar. Er schlagt einfach ein Teil mit dem Hammer kaputt. Mit etwas Glück bekommt ihr einen tollen Preis. Ach ja, das ist natürlich wieder die Qual der Wahl. Welchen Block ich denn jetzt nehmen soll? Naja, ich glaube, ich nehme einfach die goldene Mitte. Du erhältst die zweite Rolle der Mysterien. Ihr habt eine neue Paarattacke gelernt. Erprobt sie im Kampf. Ja, wie geil. Wir haben echt eine neue Paarattacke gelernt. Also dafür sind eigentlich diese Steinblöcke da. Wenn man den richtigen Block kaputt schlägt, aber das kann man leider vorher nie wissen, dann findet man so eine Schriftrolle. Und dann lernt man eine neue Paar-Attacke. Richtig geil. Vor allem die zweite Rolle der Mysterien. Das heißt eigentlich, die erste hätte ich hier drin schon finden müssen, aber irgendwie habe ich da immer nur Geld bekommen, hä? Also bei dem Typen jetzt hier, ne?
Ja, der will nur 200 Münzen. Und rein theoretisch müsste ich hier auch noch so eine dämliche Schriftrolle bekommen können. Aber wieso finde ich hier immer noch Geld? Erhalte ich mir das nur 300 Münzen, das verstehe ich jetzt nicht. Na dann, leck mir doch. Keine Ahnung, bei dem kriege ich mir keine Rolle, aber bei dem nochmal glaube ich auch nicht so wirklich. Ist ja wurscht, so danke jedenfalls für die Ultrahämme, ihr seid cool. Jetzt können wir uns auf den Weg zum Meer machen. Wenn uns nicht wieder irgendwelche dämlichen Lucky-Two-Typis hier verfolgen. Weil die sind einfach ätzend. Wo der auch immer herkomme, wir werden voll gestalkt von diesen Mistviechern. Lasst uns in Ruhe. Ja, hier, es ist schon wieder einer. Geh weg! Du sollst weggehen, ich will nicht, nein. So, wie kommen wir jetzt nochmal von hier? Ja, wir sind eh schon fast da, Moment mal. Hier drüben? Ja, ich glaube. Oh no, na das habe ich jetzt so nicht gewollt. Oje, oje. So, was können wir denn für eine neue Bruderattacke? Also wir können jetzt gar nichts machen, weil Luigi ist ja... der hat sich in die Hosen geschissen, ne? Er kann jetzt gar nicht angreifen. So, aber jetzt. Die Sturmbrüder, Wirbelbrüderattacke, kostet 8 Brüderpunkte. Das werden wir uns mal ganz kurz angucken, wie das aussieht. Das ist jetzt eben das, was wir neu gelernt haben. Oh, richtig geil. Vor allem schon stark. Und wir haben schon gewonnen und bekommen 3 Nüsse. Toll. So, Moment. Kommen wir nicht irgendwie... Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mal hier rüberkommen. Nee, das geht aber nicht. Das geht aber nicht! Warum nicht? So, hier ist der Strand, aber hier können wir nichts machen. Moment. Wir sind hier nicht ganz richtig. Wir müssen... leicht woanders hin. Hier. Moment mal. Was soll denn der Quatsch jetzt? Wir müssen dahin, wo wir mal hergekommen sind von der Isla Hihihi. Wo wir mal zurückgekommen sind. Da war doch so ein schwarzer Felsen. Genau den suche ich und den will ich zertrümmern. So, ja, das ist hier. Da, seht mal. Da steht ja auch, Wohnlandküste, Surferparadies. Und jetzt endlich können wir dieses Ding beseitigen. Und zack! Ihr wollt über das Meer? Da braucht ihr mindestens ein Surfboard, schätze ich. Aber wenn ihr in die Form da etwas mit Schwung reindrückt, dann habt ihr etwas, das ihr als Surfboard verwenden könntet. Ja, das ist schon wieder so bescheuert. Aber es geht nicht anders. Luigi ist nämlich unser Surfbrett. So genial! Das ist so genial. Und aha, was haben wir denn hier? Gut, wir können hier ein paar extra Münzen sammeln. Das ist so geil, Luigi ist jetzt voll das Surfbrett. So, ich glaube, wir müssen hier im östlichen Bereich mal bleiben. Dann immer weiter nach Norden. Aha, was haben wir denn hier? Da ist wieder so ein Maulwurf. Wie kommen wir zu dir hin, mein Lieber? Wie sollen wir dich erreichen? Achso, geht nur über eine Röhre. Na, schade. Oh, voll im Stuhl versunken und... Ah, das ist ja mal interessant. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das ist jetzt echt nur Zufall, ich schwöre. Aber vielleicht kommen wir nur so zu dem Typ wieder hin. Zu dem Maulwurf. Denn wir sind jetzt... Ah ja, genau, jetzt sind wir da. Und let's go! Tatsächlich. So, Hallöchen. Glückwunsch, wenn es mir kommt, kann ich das Souvenir. Einen Wannapilz Deluxe! Ah, Dankeschön. So, wie kommen wir jetzt hier wieder weg?
gar nicht. Geht echt wieder nur von unten, hm? Toll. Na gut. Das ist leider ein extra Umweg, tut mir leid. Und aha. Ach so, kommen wir hier hin. Ja, da habe ich mir auch mal gefragt, wie wir hinkommen sollen. Und jetzt burn. Die Musik ist ja so komisch mysteriös. Ich will doch nur noch zurück an die Oberfläche, aber wir kommen hier ja nicht wirklich rauf, ne? Ernsthaft, wieso komme ich hier nicht mehr rauf? Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch voll dumm. Das geht gar nicht. Oh no, Luigi. Ja, natürlich ausgerechnet, er wird angegriffen und konnte sich aber nicht verteidigen. Fies. Mann, ihr Drecksviecher. So, Seegumba, Stier. Und zack. Ja, wie viel halten denn diese dämlichen Blooper aus? Ihr wollt mich wohl verarschen. So. Mistviecher. Ich das hasse. Ohohoho. Nee, komm, wir gehen lieber wieder zurück. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ja, das tut mir jetzt leid, das war jetzt so nicht geplant. Ich habe das echt nur zufällig gefunden. Achso, hier kommen wir ja so vorbei. Ich glaube, von hier konnten wir dann irgendwie links wieder weitergehen. Ja, genau, hier war ich ja eh schon mal. Weil die arme MSG, ich habe es einfach mal gesunken. So genau, hier geht es wieder nach oben. So, und gleich nochmal. So, und jetzt passen wir aber auf, dass wir nicht nochmal in so einen dämlichen Strudel reingeraten. Sonst wäre das nicht so toll. Okay, gut, wir kriegen ja echt noch ein bisschen extra Geld, aber das habe ich auch nicht unbedingt nötig. Zum Witztempel. So, ich glaube, wir sind sogar schon da. Ja, klar, mit der Luftpumpe. Das Spiel ist so genial. Oh Gott, diese Musik. Oh. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt beim Witztempel. Auf jeden Fall. Alter, glaub mir, ey, wenn man diese Hintergrundmusik zu lange hört, ey, dann wird man ja irre. Weil das jedes Mal dasselbe Gedudel ist. So, und glücklicherweise gibt es genau hier eine Barbröhre. Nämlich die Nummer 9. Das ist der Witztempel, Leute. Das heißt, wir können jetzt hier auch etwas einfacher wieder hinkommen. Weil hier ist alles voller Eis. Vor allem die Gesichter. Hey Ira, dieses Heiligtum ist mein Spielplatz. Wollt ihr etwa auch hier spielen? Dann stellt euch wenigstens vorher vor. Wer ich? Man nennt mich Yoyola. Ich bin eine Freundin der Cousine des Enkels von dem Geist, der dieses Heiligtum bewacht. Prinzessin Peach, Bowser Miller? Das ist mir zu kompliziert. Na gut, wenn ihr wollt, dann geht doch rein. Ich weiß zwar nicht, welche Abenteuer ihr bisher erlebt habt, aber hier kommt ihr nicht so leicht weiter. Hey, wer war das denn bitte? So, also gleich hier brauchen wir mal Feuer. So, und hier haben wir ein Speicheralb. Und Leute, ihr könnt mir eines glauben, der Witztempel, der ist riesengroß. Da werde ich ziemlich viele Parts sicher brauchen, um da komplett durch zu sein. Also so 3, 4 schätze ich mal wirklich. Oh,
Und dann ständig dieses Dillum, Dillum, Dillililum. Also die Musik ist, ich finde jetzt nicht so toll. Vor allem, wenn man die ständig im Kopf hat, dann irgendwann, das geht einem dann immer schon ziemlich auf die Nerven. Und sehen wir, hier oben ist sogar schon so ein komischer Gegner. Ein neuer Gegner. Ja, sogar zwei neue Gegner. Ii, was sind ihr denn für komische Schleimis? Ist ja ekelhaft. So, und oh mein Gott, ist noch so ein Typ mit so einer Riesenkeule. Wow. So, einmal haben wir hier einen Schleimgeist und einen Urmensch. Okay, Schleimgeist, take this. Was? Nur so wenig Schaden machen? Moment mal. Sturmbruder, probieren wir nochmal aus. Die halten ja ganz schön was aus. Und, oh mein Gott, Keule, Alter, wow, seine Keule ist ja so heftig. So, aber ich glaube, bei dem ist es ganz witzig, wenn man bei ihm nämlich die Feuerhand benutzt, dann passt mal auf. Okay, gut, ist irgendwie nichts passiert, weil manchmal kann nämlich sein Haar zu brennen anfangen und dann rennt er einfach davon. So, na warte mal, jetzt machen wir mal die Donnerbrüder. Haha, so, die Schleimgeister sind schon mal hin und der Typ ist irgendwie was ganz Komisches gemacht. So, nochmal, Feuerhand. So, und 42 Erfahrungspunkte, na immerhin. Level of Luigi, Level 28, wie geil ist das denn bitte? Sehr sogar. Okay, machen wir nochmal die Bartpunkte, hm? Und stopp. So, nur plus 2, naja, dann ist ja auch wurscht. So, und da oben ist wieder ein neuer Gegner, also ihr seht schon, hier gibt es jede Menge neue starke Gegner, oder auch nervige Gegner, auf jeden Fall sind es ziemlich viele. Aber den eigentlichen Witz-Sample zu durchqueren wird das wahre Problem sein, weil hier müssen wir echt ganz viele Rätsel lösen und sehr viele Aufgaben machen, auch einige Zeitaufgaben, und wir müssen uns hier des Öfteren mal trennen, aber das werdet ihr schon noch zu sehen bekommen. So, jetzt werden wir hier erstmal speichern. Wir sind nämlich nicht mehr länger in Schloss Bohne vor dem Tor, nein, wir sind im Witztempel im Erdgeschoss. Man kann sich natürlich logischerweise denken, wenn es ein Erdgeschoss gibt, muss es auch mindestens noch einen ersten Stock geben. Und glaubt mir, das tut es. Nicht nur einen ersten Stock, nein, es gibt auch noch, glaube ich, einen zweiten, einen dritten oder irgendwie so. Es gibt verdammt viele Etagen in diesem Tempel. Und deswegen ist er ja auch so ätzend lang. Aber, naja, ich werde es schon irgendwie schaffen. Also danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Mario und Luigi Superstar Saga im Witztempel, Leute. Macht's gut. Tschüssi.